Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind jetzt mit Cruz unterwegs, suchen noch die anderen Paladine, die hier vielleicht irgendwo rumlungern können. Obwohl, eigentlich in Vanguard könnten zwei auf jeden Fall noch sein. So. Würde ich da auf jeden Fall noch suchen gehen. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Jo, danke, Cruz. Obwohl, Markus ist ja tot. Ja, ein Mistvieh weniger. Feuerwaran haben wir auch erledigt. Nehmen wir mal alles mit. Was haben wir da? In der Oase. Können wir eigentlich Satoras noch berichten? Varant ist frei. Nomade. Hudet. Bring mir was über die Jagd bei. Da kann nichts Neues beibringen. Obwohl, warte. Ja. Bring mir was über die Jagd bei. Gut so. Gut. Einen haben weiter wir noch. So. So, irgendwas ist hier am Fliegen. So, wie sieht's aus hier jetzt? Für Orkjäger bräuchten wir Jagdgeschick 225. Wir haben schon 218. Also 7 Punkte noch. Dann können wir die beiden hier machen. Und 8 Punkte noch, dann können wir das hier machen. Regeneration. Das hier fehlt uns auch noch. Und danach mal gucken, wie wir weiter vorgehen werden mit Skillen. Vor allem jetzt brauchen wir nur noch 1.105.500 Punkte, Erfahrungspunkte. Alter, okay, das ist heftig, dass wir schon so hoch sind. So, aber komm, wir machen so, ich teleportiere mich vielleicht doch mal. Nicht nach Zuns Palast, Thronsaal direkt. Cruz, tut mir leid, aber du bleibst hier. So, hier haben wir keinen Ärger, klar? Cruz wartet, okay. Hast du nichts zu tun? Paladin? Kümmere dich besser um deinen Kram. Paladin, mach Garde. Hier keinen Ärger, klar? Feuermagier. Du hast sicher mal was zu erledigen. Roba? Gibt's hier nicht noch einen? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich frage mich, warum die so böse auf mich sind. Ich habe denen noch nichts getan. Ich habe denen hier alles befreit eigentlich. So. Ne, das ist der falsche Turm. Okay. Jetzt ist nur die Frage, Lee wartet hier ja irgendwo auf uns. Ob er dann auch, vielleicht sollten wir vorher noch einmal speichern. Garde. Charypto. Das Feuerkelchritual war ein voller Erfolg übrigens. Das Feuerkelchritual war ein voller Erfolg. Das hast du vortrefflich gemacht, mein Sohn. Unsere Paladine werden sich über ihre wiedererlangten Kräfte freuen und dich dafür belohnen. Ich bin sehr stolz auf dich. Nimm diese Gabe mit auf den Weg. Innos sei mit dir. Okay, lehre mich das höchste Wissen der Feuermagie? Ne? Mana trinken. Was soll ich mit Mana trinken? Eigentlich, ganz ehrlich. Kenne ich schon, oder? Das kenne ich schon. Ja, kenne ich schon. Okay. Okay, suchen wir hier. Hier gab es ja auch ein paar Leute mehr mit Namen, ne?
Müsste ich mal schauen. Hier gab's. Wen gab's noch? Vorwache? Glaube ich nicht. Garde. Befreiter Sklave, befreiter Sklave, Händler. Das ist ja schrecklich. Rebellen. Befreiter Sklave. Hör bloß auf mit der Scheiße. Gefällt mir das ganz und gar nicht. So, Garde. Garde. Garde, Garde. Noch ein befreiter Sklave. Jetzt fängt die Nase an zu jucken. Nee, hier ist niemand. Hier dürfte aber auch kein Ork mehr sein. Ich habe hier alle ausgeschaltet. Kann man hier eine Garderüstung auch kriegen? Also die Paladin-Rüstung gefällt mir schon mehr, weil die schwarz ist, aber das sind alles nur Gardisten. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So. Garde, Garde. Garde, Garde. Ape. Ja, was musst du hören? War doch nie anders. Garde, Torwache. Na klar, du hast gut reden. Goblin? Ah, er ist auch einer. Mit Magie kannst du deinen Job besser erledigen. Zum Teufel! Wir brauchen mehr Männer wie dich. Ich hab hier was für dich. Mach weiter so. Enos sei mit dir. Verdammt nochmal. Nice. So, okay. Markus kann ich das auf jeden Fall nicht wiedergeben, aber Georg zum Beispiel. Warte mal, hatten wir den hier jetzt schon gemacht? Ich weiß es nicht, ob wir den gemacht hatten. Den hatten wir schon, okay. Also hier in Vanguard hatten wir wahrscheinlich schon alle dann. Hier liegt ein Ork noch. So. Und hier ist irgendwo ja noch ein Paladin versteckt. Können wir dem dann auch wieder, also hier den Kelch wiedergeben? Vielleicht ist er auch draußen versteckt irgendwo. Hier sind ja jede Menge Tote. Kann ich das jetzt aufmachen? Nice. Nicht zu nah dahin. Das sind echt viele Tote. Echt alles voll. Das ist jetzt aber die Frage, wo finden wir den anderen Paladin? Markus, können wir den echt leider nicht mehr wiedergeben. Die Truhe ist auch zu. Hier ist noch ein Waffenbündel. So, hier sind alle tot. Ich würde aber mit Lee noch nicht reden wollen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt will ich erstmal die Paladine finden.
So, den hatten wir, aber ich probiere trotzdem, glaube ich, nochmal. Nur um sicher zu gehen. Aber die Frage ist, wo muss ich suchen für die Paladine? Zumindest den einen, der hier sich irgendwo verschanzt hat. Obwohl ich vermute, der ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. So. Im Ostbereich hieß es ja, hat er sich verschanzt. Also muss es hier irgendwo ein Versteck geben. So, und bald habe ich keine Dietriche mehr. Ich sehe schon. Hier noch ein Mühlenstein, den wir sehr wahrscheinlich schon hatten. Ich glaube, wir haben schon alle. Nebel. Da drin ist nichts. Aber echt, wo könnte er sich versteckt haben? Ich brauche einen Dietrich. Jetzt habe ich keinen Dietrich mehr. Toll. Eine Möglichkeit wäre, da es ja auch irgendwie nach unten geht. Dass er vielleicht da irgendwo, also da geht es ja nach unten, ins Bereich vom Wasser. Hier, Georg. Hier, mit Magie geht's besser. Ja, mit Magie geht's besser. Ich frag lieber nicht, wie du das angestellt hast. Innos sei mit dir. Danke. Hier, brauchst du noch Heiltränke? Gerne. 5 Heiltränke und komm mit. Komm mit. Dann wollen wir mal. So, Cruz hat die Gruppe verlassen. Dann nehmen wir ihn mit. Ja, Markus kann ich das jetzt schlecht wiedergeben. So, und wenn wir dann den einen hier noch... Warte mal, jetzt müssten wir insgesamt 3 Feuerkelche haben, oder? 3. Der Kelch strahlt Macht aus. Einer ist für Markus. Und einer für Tordir. Und wer war der letzte? Irgendwer fehlt uns noch. So, den will ich jetzt aber nochmal versuchen, da irgendwie rüberzubringen, sagen wir mal so. Vielleicht muss ich ihn zu Corbin bringen, statt zu Roba. In Faring müsste, glaube ich, noch einer sein. Kann das sein? Da gehen auf jeden Fall Treppen runter. So, ich habe dir den Paladin Georg gebracht. Ich habe dir den Paladin Georg gebracht. Potzblitz! Da sind also tatsächlich noch Krieger da draußen. Sobald wir diesen Teil der Stadt gesichert haben, werden wir uns um sie kümmern. Gutes Gold für gute Nachrichten. Hier, nimm.
Okay, nice. So, da geht's runter. Ich wette, der ist irgendwo da unten. Der Tordier oder wie er hieß. So, hier kann ich mich nur langsam bewegen. Finde ich super. So, ich esse noch mal was. Also hier unten irgendwo verschanzen würde ich zutrauen. Vielleicht da hinten? Ne, da ist schon Ende. Ja, hier ist schon Ende. So, vielleicht da hinten rum? Muss doch irgendwie Sinn geben, oder? Oder dort an der Küste vielleicht? Ist jetzt wirklich die Frage, wo könnte er sich versteckt haben? So, hier komme ich raus. So, einmal die Fackel, weil wir wieder hell haben. Im Wald hier oben. Auch nicht, ne? Okay, wo finde ich den? So, wenn ich hier nochmal gucke. Vanguard Quests. Finde den verschollenen Paladin Tordir. Letzte Nacht hatten wir einen Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt. Misshunter haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Sein Name ist Tordir. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. So, okay. Wo liegt eigentlich Markus? Kann ich seiner Leiche vielleicht das Ding hier geben? Von hier oben was sehen? So. Hier ist Markus. Kann ich ihn wiederbeleben? Dann würde ich auch Lester wiederbeleben wollen. So, gibt's hier noch was? Hier geht's auch noch weiter.
Wo hat er sich versteckt? Jetzt ernsthaft. Oder wo könnte er sich versteckt haben? Vielleicht am Brunnen irgendwie oder so? Hier hinter? Nee. Ist da drinnen vielleicht noch jemand? Ich will wirklich mal vielleicht da einmal kurz reingehen. Lee ist da. Ich speichere mal. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir mit ihm reden. Lee? Da bist du ja. Bist du bereit? Ja. Lass uns losgehen, den König töten. Noch nicht. Hier ist noch eine Tür. Ach, hier waren wir ja schon. Ja, aber wo muss ich suchen? Ostflügel hieß es. Wir sind im Osten der Stadt. Also wo könnte er sein? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Was auch immer das jetzt war, aber... Interessant auf jeden Fall. Woran kann ich erkennen, dass ich hier richtig bin? Oder ob ich hier falsch bin? Oder wenn es hier irgendwo eine Schlafmöglichkeit gäbe? Dann würde ich weniger Fackeln verbrauchen. Ich höre hier irgendwo was. Versuche irgendwie zu lauschen, von wo so ein gewisses Geräusch kommt. Ist ganz, ganz leise. Aber es hört sich so an, als würde irgendwie vielleicht ein Tier oder so hier was fressen. Obwohl, das hört sich immer so an, als würde es von links kommen. Und zwar immer aus, von links. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Ich würde dann sagen, ich mache hier einen kleinen Break und schau mal, wo ich den finde, ja? Bis gleich. So, und da bin ich wieder. So, ich muss nur eben kurz mich orientieren. Ich weiß, wo er vielleicht sein könnte. So, irgendwo hier muss ein kaputter Turm sein. Ich glaube, das ist nicht der hier. Wo ich ihn suchen muss. Hier oben vielleicht? Auch nicht. Sie ist auf jeden Fall einen kaputten Turm. Muss ich suchen.
Vielleicht den da? Das sieht nämlich aus, als könnte man da weiter nach oben. Nur, wie kommt man da nach oben? Da ist die Treppe. Ich habe nichts gesagt. Obwohl... Hier hat man noch nicht gelootet. Nehme ich mit. Ist er oben? Ich habe ihn gefunden. Hallo, Tordir. Hier ist deine Magie übrigens zurück. Hier hast du deine Magie zurück. Ich schnall ab. Wie ist das möglich? Ich danke dir. Hier. Dafür hast du bestimmt Verwendung. Innos möge dich schützen. Jo, gerne. Du bist übrigens in der Burg vermisst. Du wirst in der Burg vermisst. Ist ja entzückend. Quatsch nicht rum. Hol mich raus hier. Ja, los, beweg dich. Bring dich zurück in die Burg. Los, beweg dich. Ich bring dich zurück in die Burg. Bist du sicher, dass wir das überleben? Na gut, mir bleibt ja keine Wahl. Folge mir. Hilft dem Paladin Tordir, zur Burg zu kommen. Ja, kein Problem. So, ich müsste nur... Ah, okay. Stimmt, wir sind ja hier hochgegangen und nicht gesprungen. Ich denke, wärst du nicht gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Dank für meine Rettung. Fremde. Oh, kein Thema. So, die sind jetzt alle hier mir grün. Also gut gesund. So. Schrein von Innos. Innos. So, Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer. Braucht man noch nichts von. Wie sieht's hier mit König Rober aus? Warte mal, ich will mal einen Taschendiebstahl ausprobieren. Was passiert dann? Unmöglich. Unmöglich. Okay, wir haben gespeichert. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt Lee mitnehmen. Holen wir mal Lee ab. Und essen noch mal was kurz. Dann haben wir Tordir gefunden. Sorry, dass ich das googeln musste, aber ich hätte 1000 Jahre für gebraucht wahrscheinlich. Aber ich habe zumindest nur geschaut, so, es ist ein Turm. Er befindet sich auf einem Turm. So, wir haben gespeichert. Nehmen wir jetzt mal Lee mit. Komm mit. Komm mit. Dann mal los. Lee schließt sich dir an. Jetzt bin ich neugierig. Falsche Richtung. Ja, gehen wir dann hinten rum. Es wäre schön, wenn man das hier aber auch irgendwie wieder reparieren könnte, sobald die Barriere weg ist. Hatten wir den Mühlenstein schon? Ich muss jeden Mühlenstein 1000 Mal ausprobieren. So, Lee findet seinen Weg, oder? Ja. Und dann hier entlang.
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit Markus und dem Feuerkelch. Und wer der Letzte ist, der den Feuerkelch noch braucht. Obwohl, Nordmar hatten wir auch noch einen, abgesehen von Oliver, noch einen. Den hatten wir aber noch gar nicht, glaube ich, oder? Ich muss mich damit abfinden, dass wir vielleicht alle hatten. Alle Mühlensteine. Vielleicht speichere ich jetzt nochmal. Lee ist nämlich wieder zurück beim König. Die Garde lässt ihn einfach durch. Da ist das Schwein. Schnappen wir ihn uns. Jetzt bist du dran. Jo. Jetzt hab ich ihn. Okay, war vielleicht doch keine gute Idee. Die kommen alle. Da. Okay, keine gute Idee. Das war alles andere als eine gute Idee. Dann schicke ich Lee wieder zurück erstmal. Aber okay, wenn wir hier allen Paladinen und so weiter. Lee, lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Dann machen wir das anders. Hier sind wir aber erstmal fertig. So, haben wir aber irgendwas nach Nordmar irgendwo? Wohl, den will ich nochmal ausprobieren. Mal gucken, wo der dann hinführt. Ah, das führt uns immer wieder hierhin. Okay. So. Zubens Palast. Tonsaal von König Robert. Teleport nach Adea. Bakaresch, Bennerei. Gotha, Geldern, Faring. Ne, Faring machen wir noch nicht. Bensala, Ishtar, Kapdun, Lago, Montera, Murasul. Innerschrein im Kloster. Reles, Sylden, Redok, Okara, zum großen Belia-Tempel in Bakare. Ne, dann mach in uns Schrein im Kloster. Teleportieren wir uns dahin. Dann sind wir erstmal wieder in Nordmar. Wo genau? Ach, hier. So, Milton. Haben wir Punkte? Noch nicht. Wir haben keine weiteren Punkte. Dann müssen wir hier in Nordmar auch nochmal alles fertig machen und Xardas finden. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir so oder so jeden hier verraten werden einmal. So. Ich würde lieber irgendwo mal schlafen wollen. Weil es schon wieder dunkel ist, es ist schon wieder Nacht. Gibt es hier ein Bett? Hier gibt es kein Bett.
Obwohl, warte. Wir sind ja eigentlich, seitdem wir das letzte Mal hier waren, deutlich stärker geworden. Ich speichere noch einmal und dann würde ich es gerne mal riskieren, da nach ganz unten zu gehen. Vorausgesetzt, ich finde den Weg. Ja. Ist aber auch verdammt dunkel. Ah, hier. Wir haben ja jetzt eine bessere Rüstung, besseres Schwert. Ich muss noch rausfinden, wie ich ein Paladin-Schwert selber herstellen kann. Also selber schmieden. So. Einmal speichern. Und weg mit der Fackel. Die Chroniken der Herrschaft. Akasha war angewiesen, das letzte Artefakt im Tempel zu verstecken. Und das Wasser tobte, und Akasha sah, und der Tempel versank. Und Akasha wanderte nach Norden, und er wanderte bis zum großen Gebirge im ewigen Eis. Und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Feuers. So, Quest erfolgt, der fünfte Tempel. So. Ja. Ich will den hier jetzt erstmal loswerden. So. Weg mit dem Dämon. So, weg mit euch. So. So, nochmal ein Heiltrank. So. Ah, verdammt. So. Alle erledigt. So, nehme ich mal mit. So. So, Tempel des Feuers. Also zum Feuerclan dürfen wir einmal hin. Hm? Was war da? Achso. So, Dämon wollen wir auch nochmal. Ich hätte gerne sein Flammenschwert. Hier steht nichts Neues. Okay, die hatten wir wahrscheinlich alle. So, haben wir hier jetzt... bringe Aidon das Geheimnis der Druiden. Finde Akashas Grab. Die Macht der Ahnen. Ich würde sagen, ich pack hier einmal rum und dann auch noch beim Feuerclan einmal rum. Wo ist Akashas Grab? So, hier entlang. Wo ist jetzt nochmal der Ausgang? Da. Das sieht nach einem Ausgang aus. So, die Fackel brauchen wir nicht mehr. Wo ist Oliver? Ähm.
Da sind sie. Okay. Feuermagier, Novize, Alchemist. Hä? Wo sind sie alle hin? Sind die oben am Schlafen? Mann, was willst du? Ich weiß jetzt, wie der Ring nach Norden gekommen ist. Ich weiß jetzt, wie der Ring nach Norden gekommen ist. Akasha, ein Krieger des alten Volkes, brachte ihn aus der Wüste bis hierher nach Nordmar. Interessant. Sagt das Buch auch, wo du den Ring findest? Vielleicht. Akasha ist hier begraben worden, zusammen mit dem Ring. Du suchst also sein Grab. Geh zum Feuerclan. Seine Krieger bewachen die Grabhöhlen. Wenn dir jemand helfen kann, dann sie. Jo, alles klar. So, Altus? Was willst du? Oliver? Kann auch nichts Neues? Was willst du? Willkommen, Enostian? Bruder. Die Zeiten sind hart. Und hier im Norden sind sie ungleich härter. Du kommst wohl nicht von hier? Du kommst wohl nicht von hier? Nein. Ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ah. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Geldern ist übrigens befreit. Geldern ist befreit. Das ist schön zu hören, aber ich werde nicht wieder zurückgehen. Mein Labor ist bestimmt geplündert und die Leute hier brauchen mich. Trotzdem danke, dass du es mir gesagt hast. Jo, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich würde. Leider reichen die wenigen Vorräte gerade mal für mich. Für einen Schüler habe ich leider nichts übrig. Was soll ich dir besorgen, damit du mich unterrichtest? Wie wär's mit Mana-Pflanzen? Die können wir hier im Kloster gut gebrauchen. Wie viele brauchst du? 50 wären gut. Ich bezahle dich auch dafür. Ich besorge dir die Pflanzen. Ich besorge dir die Pflanzen. Oh, das ist gut. Mir ist es draußen zu gefährlich. Ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Hier ist schon mal ein Teil der Pflanzen. Hier ist schon mal ein Teil der Pflanzen. Sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. So, kannst du mir was verkaufen? Ich habe keine besonders große Auswahl. In Nordmar ist es schwer, an die nötigen Zutaten für Tränke zu kommen. Aber was ich habe, verkaufe ich dir gerne. Okay, zeig mir deine Ware. Zauberwurzel. Mana-Pflanze haben wir schon mal 2 Stück. Ja, ich kaufe die ab und dann gebe ich ihm die wieder ab. So, aber ne, mal gucken, was hat der hier? Ausdauertrank. Ausdauertrank, Heiltrank. Mana-Tränke. Trank der Ausdauer, stärke die Ausdauer des Anwenders dauerhaft. Ja. Kaufen wir uns das. Dann das. Dann das, dann das, dann das hier. Diesen Trank kann man sich in einen Bison verwandeln. In eine Blutfliege, Fleischschwanze, Gegengift. Wolf, Wildschwein, Varan, Sumpflurker. Ja, komm, und dafür gebe ich ihm 2 Händer. Den rostigen Schwert, die Schwerter. Dann die hier noch. Die darf er noch haben. Das darf er haben. Was haben wir hier noch? Gute Ernte behalten wir. Ork-Armbrust. Diese darf er auch noch haben. So. Darf er alles haben. So. Die auch. Dann das hier. Die beiden Holzverlecks. Was haben wir hier? Die kriegt er. Das und das. Dann darf er das hier haben. Die. Den. Das. Jenes. Jenes. Licht. Krankheit heilen. Vergiftung heilen. Ich drehe ihm alles an. So. Ein Goldausgleich. Würde sogar passen. So, was haben wir hier? Das hier und das hier noch dazu.
Und hier behalte ich erstmal alles. So, nochmal Goldausgleich. So, tauschen. So, Eidon. Mann, was willst du? Okay, pennen kann ich hier jetzt nicht. Alle Betten sind belegt. Aber wir müssen zum Feuerclan. Warte mal, hat er vielleicht noch ein paar Mana-Pflanzen? Zeig mir deine Ware. 9 Stück brauche ich hier. Mana-Pflanze. Ach komm, egal, scheiß drauf. So, vielleicht noch mal kurz was schnabulieren. So, das ist jetzt hier der Rückweg eigentlich. Und hier wollten wir noch ein paar Viecher eliminieren. Wie die beiden da zum Beispiel. Na, ihr Hübschen? So, jetzt aber. So, nochmal kurz einen Heiltrank. Der braucht noch ein Weilchen, bis er da ist. Warum der auch hier immer am Tänzeln ist. So. Wo ist der andere hin? Hier liegt er. So, was haben wir hier? Eine Waldbeere. 9 Mana-Pflanzen brauchen wir noch für den Herrn. Einmal kurz speichern und mal gucken, ob wir vielleicht nur einen anlocken. Sind die... Ne, die leben noch. Bleib weg. Okay, so. Jo. Lauf, lauf. So, das müsste reichen von der Entfernung. Dann kann ich jetzt die andere Katze auch noch erledigen. So, vielleicht snack ich noch mal was. Jo, die hat wieder volles Leben, ernsthaft. Okay, überstanden, Heiltrank und ein bisschen snacken. So, und speichern. So, wo ging's nochmal zum Feuerclan? War es hier runter? Wer, wo? Da! Ach. Da! Da! Der kleine Scheißer, von wo auch immer der kam. So, die sind hier tot. Ne, doch nicht.
Da! Da! Also. Da! 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 Jo, da. Oh. Jetzt oh. Hau den kaputt! So. Mitnehmen. Mitnehmen. Da war noch einer. So. Feuernessel. Sind keine Mana-Pflanzen, leider. Schade. War das der Weg zum Feuerclan? Oder bin ich hier falsch? Da! 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 Ah, da! So. Erstmal den Scheißer loswerden. Da! 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 Hier bin ich falsch abgebogen. Glaube ich. So, wo ist der scheiß Schamane? So, und hier. Nochmal einen Heiltrank. Speichern. Und dann hoffen wir, kriegen wir den Eisgolem da auch noch erledigt. Warte mal, den Knüppel habe ich vergessen. An dem sind wir ja, glaube ich, vorbeigerannt, kann es sein. Also die meisten Gegner kriegen wir locker hin mittlerweile. Okay, ich höre Orks in der Nähe. Jetzt treffe ich die gar nicht, oder was? Kleine Speiser. So. Erledigt. So, auch mitnehmen. Hier. Und hier. Lebt er? Vielleicht was essen erstmal? Glaube, der lebt nicht. So. Da! Da! Wolfskraut, perfekt. Seltsamer Pilz. Ich glaube, der wurde aber nicht von mir getötet. So, wieso komme ich hier... Ich wollte schon sagen, warum kam ich hier nicht hoch? Noch eine Waldbeere? Noch eine Waldbeere, perfekt. So, und da wären wir beim Feuerclan. Ups. Siebert? Nee. Mit wem muss ich jetzt eigentlich reden? Wegen das Grab von Ashkan, glaube ich, hieß der. Kellen? Mann, was willst du? Lass uns aufschlagen? Nee. Noch nicht.
Da war ein Teleportstein. Wie konnte ich den übersehen? So, hier oben nochmal. Ah, hier, er war doch ein Dings. Nimm diesen Kelch und werde mein Paladin. Nimm diesen Kelch und werde mein Paladin. Lecker. Und jetzt? Spürst du nichts? Nein. Warte, jetzt spüre ich was. Okay, dann haben wir jetzt nur noch einen übrig, oder? Einen Feuerkelch. Der Kelch strahlt Macht aus. Und der ist für Markus gewesen. Perfekt. So, Thorald? Was willst du? Okay, den kann ich jetzt auch nicht mitschleppen. So, Jäger. Orktöter live. Mann, was willst du? Komm, ich will hier das Bett benutzen. So. So, das war die Hütte von Lee. Kämpfer, Orktöter. So, irgendwer muss hier doch sein, der mir sagen kann, wo kehrt vielleicht. Ich bin auf der Suche nach Akasha. Genau, ich bin Akasha. Auf der Suche nach Akasha. Akasha ist tot. Er ist der Gründer unseres Clans. Er ist hier in Nordmar begraben, zusammen mit einem Artefakt. Er liegt in einer der Grabhöhlen. Du wirst ihn suchen müssen. So, erzähl mir über Akasha. Erzähl mir über Akasha. Vor sehr langer Zeit kam ein Mann nach Nordmar. Ein Mann beseelt vom Feuer Innos. Er kam von weit her, aus dem Süden. Er wurde einer von uns, ein Nordmar. Er vollbrachte Taten, die unglaublich waren. Und schon bald errang er das Ansehen aller Nordmarer. Dieser Mann war Akasha. Wie kam es zur Gründung des Clans? Einige Nordmarer waren überzeugt, dass Innos Akasha seine Stärke verlieh. Sie folgten ihm und begannen zu Innos zu werden. Diese Männer verließen ihre Clans, um mit Akasha einen neuen Clan zu gründen. Ein Clan, der Innos folgt. So entstand der Feuerclan. Okay. Also, wo ist jetzt das Ding begraben? So, interessant. Sagt das, kehrt? Akasha ist tot, er ist der Gründer begraben. Er ist hier in Nordmar begraben, zusammen mit einem Artefakt. Er liegt in einer der Grabhöhlen, du wirst ihn suchen müssen. Erzähl mir über Akasha. Toll, jetzt darf ich Grabhöhlen hier suchen gehen, oder was? Das heißt noch mehr Untote. Toll. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.